Nach einer Woche musste ich zurückkommen. Jeder wahre Witzemacher hätte so gehandelt. Ich habe viel gelernt. Es geht mir besser als vor 20 Jahren. Und die Steroide sind der Hammer. Herzlich willkommen zu Extra 3. Was für eine Woche. Schon lange hatte die Krankheit in den Vereinigten Staaten gewütet. Letzte Woche ist sie dann im Machtzentrum angekommen. Am Freitag die schockierende Meldung, das Coronavirus hat sich mit Trump infiziert. Umgekehrt. Ausgerechnet Donald Trump, der über Monate die Pandemie verharmlost und der Schutzmaßnahmen wie Masken oder Social Distancing kleingeredet hat, hat sich jetzt mit dem Virus infiziert. Ja, was hatte Trump nicht alles behauptet in der Vergangenheit? Das Coronavirus sei nur eine Erfindung, es würde wie durch ein Wunder verschwinden. Man könne es behandeln, indem man Desinfektionsmittel spritzt oder Licht in den Körper lässt. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. Ich glaube ja, er musste gar nicht wegen Atemnot ins Krankenhaus, sondern weil er bei den ersten Symptomen versucht hat, seine Nachttischlampe zu essen. Das ganze Land ächzt unter dieser Pandemie. Und dass sich das Coronavirus so ausbreiten konnte, hat natürlich vor allem Trump zu verantworten. Die fromme Hoffnung, dass die Erkrankung den Präsidenten läutern würde, dass er das Virus endlich ernst nehmen würde, diese Hoffnung war sehr schnell wieder dahin. Noch immer wird vom Weißen Haus geheim gehalten, wann Trump überhaupt zum letzten Mal negativ getestet worden war. Die Vermutung ist ja, dass er sich schon am vorletzten Samstag angesteckt hat, bei der Feier zur Nominierung von Trumps Kandidatin für den Supreme Court, die erst im Weißen Haus war und dann im Rosengarten des Weißen Hauses. Gucken Sie das mal an. Was soll denn das? Hören die nicht den Drosten-Podcast? Was machen die denn da? Das waren über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Ergebnis ist bekannt. Das Weiße Haus ist inzwischen ein Corona-Hotspot. Die einzigen nicht infizierten Lebewesen sind die Termiten. Wahrscheinlich war ja Trump schon beim TV-Duell am vergangenen Dienstag infiziert. Jetzt ist ja die Frage, ob es ein zweites Duell geben wird. Es ist noch nicht ganz klar. Joe Biden will auf keinen Fall mit einem Corona-positiven Donald Trump diskutieren, was ich persönlich sehr gut verstehen kann. Ich denke, es geht, wenn überhaupt, dann nur unter aller schärfsten Sicherheitsvorkehrungen. Also ungefähr so. Und wenn der Ball dann auch noch schalldicht ist, umso besser. Sollte Trump wirklich erst am vergangenen Freitag erfahren haben, dass er positiv ist, dann hat er zumindest in den Tagen davor schon gewusst, dass seine enge Mitarbeiterin Hope Hicks Corona hatte. Er hat trotzdem noch Reisen unternommen. Er war mit ihr sogar zusammen in einem Flugzeug. Trump war ganz sicher schon infektiös, als er vergangene Woche zu einer Wahlkampfveranstaltung in Minnesota gereist ist und nach New Jersey zu einer Spendengala. Allerliebst, oder? Eine Spendengala. Und ich denke, in vielen Lungen wird seine Spende inzwischen angekommen sein. Ob er jetzt über den Berg ist, das ist ja noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall inszeniert er sich jetzt schon mal als großer Held, der das Virus besiegt hat. Fantastisch, was in Amerika möglich ist. Die besten Medikamente, die besten Ärzte, die ihn da im Walter Reed Militärkrankenhaus behandelt haben. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently. And you're gonna beat it. Ja, wir haben das im Sinne von ich. Ja, der Mann ist von 10 Ärzten in einer 9-Zimmer-Krankensuite versorgt worden in diesem Walter Reed Militärkrankenhaus. Ich glaube, wenn Trump früher gewusst hätte, dass es beim Militär so komfortabel ist, er hätte sich wahrscheinlich nicht mal vor Vietnam gedrückt. Wie Trump die vergangene Woche erlebt hat, das weiß kaum jemand. Es ist ja doch sehr widersprüchlich, ist nach außen gedrungen. Verlässlich weiß das nur Trumps Tagebuch. Tobias Döll hat für uns reingeguckt. Donald Trumps Corona-Tagebuch. Was für eine Woche. Habe mich tatsächlich mit diesem komischen China-Virus angesteckt. Und alle wollen wissen, seit wann ich davon weiß. Keine Ahnung. Ich führe ja schließlich kein Tagebuch. Auf jeden Fall dachte ich, dass Corona nur Loser wie Biden bekommen, die Abstand halten und immer Masken tragen. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Fake News behaupten, dass ich mich beim Weltrekord im eng Zusammenstehen in meinem Rosengarten angesteckt haben könnte. So wie die hier alle aus meinem Hofstaat. Bestimmt hat sich so ein fieser Chinese im Rosenstock versteckt, um uns mit diesem Virus zu bestäuben. Leibärzte empfehlen eine Verlegung ins Krankenhaus.
vergewissere mich, dass es da Fernsehen und Desinfektionsmittel zum Trinken gibt und stimme zu. Habe im Krankenhaus 9 Zimmer für mich alleine mit schicken Tischdecken und Plastikobst. Lecker. Weiß gar nicht, warum sich so viele Amerikaner über das schlechte Gesundheitssystem aufregen. Undankbares Pack. Sehe im Fernsehen, dass sich meine Fans Sorgen machen, wie es mir geht. Diese Hupen hupen sogar für mich. Zur Beruhigung nehme ich Ihnen ein Home-Video mit ein paar schlauen Kalendersprüchen aus Karate Kid auf. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. Schicke dann gleich 10 Ärzte auf einmal vor das Krankenhaus, um den Leuten einen vom Pferd bzw. von mir zu erzählen. Weil die Hupen draußen immer noch hupen, schicke ich meine Ärzte gleich nochmal raus. Nanu, warum sind es jetzt nur noch 7 statt 10? Habe ich 3 schon gefeuert? Egal. Die Quarantäne macht mich ganz wuschig. Brauche endlich mal wieder ein paar Leute, die mir sagen, wie gut ich aussehe. Und mache eine kleine Corona-Spritztour durch die Menge. Das ist die Corona-Luft. Lasse mir dann noch schnell alle teuren Covid-Medikamente der Welt auf einmal verabreichen und bestelle mir per Präsidenten-App einen Hubschrauber zurück ins Weiße Haus. Insgesamt wirklich eine tolle Erfahrung, so ein Virus. Kann jedem nur empfehlen, das auch mal zu machen. Und das Allercoolste ist, jetzt bin ich nicht nur ein super Typ, sondern auch noch ein super Spreader. Bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Donald. Es war ja klar, dass Trump es im Krankenhaus nicht lange aushalten würde. Für ihn ist ein Leben ohne Wahlkampf schlichtweg nicht vorstellbar. Aber wie er dann diese Rückkehr inszeniert hat, da lässt er sich mit dem Hubschrauber ins Weiße Haus fliegen. Er torkelt über die Wiese wie ein besoffener Sitzsack und reißt sich dann auch pathetisch die Maske vom Gesicht, als sei er der Hauptcast von Evita. Der war ja in dem Moment so vollgepumpt mit so vielen unterschiedlichen Medikamenten. Ich wusste beim Gucken gar nicht, ist das noch USA oder schon Tour de France. Zuvor hatte er schon eine Twitter-Kaskade vom Stapel gelassen, bei der man dachte, herrje, sind das vielleicht schon die Spätfolgen? Corona schlägt ja manchmal aufs Gehirn. Heute Morgen schießt Trump gleich 18 Tweets in Großbuchstaben raus, Wahlslogans und Aufrufe, ihn zu wählen. Naja, vielleicht war es auch einfach Twitter-Stau. Er hatte ja schon 3 Tage lang keine Großbuchstaben mehr benutzt. Angeblich hat er viel gelernt. Das hat er mehrfach betont. Er habe viel gelernt über Covid-19 nach Monaten, nach vielen Monaten. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Es gab unzählige Corona-Briefings. Es gab Beratungen mit Fachleuten, mit Immunologen und Virologen. Jetzt hat er was gelernt über das Virus, weil er es hatte. Das erinnert mich an meinen Klavierunterricht. Ein Jahr lang habe ich nichts auf die Reihe gekriegt. Dann ist mir ein Klavier auf den Kopf gefallen. Auf einmal konnte ich's. Trump versteht Probleme erst, wenn er sie erlebt. Vielleicht sollte man mal im Oval Office die Tür abschließen für ein paar Tage und die Heizung auf 60 Grad drehen. Vielleicht kapiert er dann auch den Klimawandel. Wenn Trump ausführt, was genau er gelernt hat, dann muss man sagen, wird einem doch wieder Angst und Bange. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. Geht raus, seid vorsichtig, lasst es nicht euer Leben dominieren, liebe Amerikaner. Lasst es auch nicht euer Leben dominieren, dass fast 30 Millionen von euch nicht krankenversichert sind und nicht mal im Entferntesten Zugang haben zu präsidialer Topmedizin. Und wenn dann Obamacare demnächst noch vollständig abgewickelt wird, dann werden noch weniger Menschen in den USA Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Aber wen interessiert's? Die große Frage ist nun, gelingt es Trump, die Krankheit für sich auszuschlachten nach dem Motto, diese Genesung ist eine Leistung, ist vielleicht sogar etwas Übernatürliches? Manche seiner Fans glauben das wirklich. Wenn Lazarus von den Toten auferstanden ist, woran ich fest glaube, dann können wir unserem Präsidenten durch die Kraft des Gebets, den Willen Gottes und durch diese wunderbaren Ikonen helfen. Ja, nee, ist klar. Wie bei Lazarus. Trump ist wie Lazarus. Für die nicht ganz so Bibelfesten unter Ihnen hier im heidnischen Norden. Lazarus, Neues Testament. Jesus hat Lazarus von den Toten erweckt. Also ist Trump wie Lazarus? Eigentlich ist Trump doch eher wie Jesus. Ja, ja, warum denn so tief stapeln? Trump ist wie Jesus, genau. Jesus von Lazareth. Unser Statistikexperte Klaas Budenschön kann sagen, wie die Stimmung bei den Trump-Fans gerade ist. Klaas, wie sieht's aus?
Danke, Christian. Ja, unsere erste Frage an die Fans von Donald Trump lautete: Was glauben Sie, wie wird sich Trumps Infektion mit dem Coronavirus auf die Wahl auswirken? Darauf sagten 13% positiv. Immerhin hat Trump bewiesen, dass Corona nicht mehr als eine leichte Grippe ist. Und jetzt tschüss, ich habe einen Termin mit dem Krankenhauspfarrer. 27% meinten: Ich frage mich, warum sich Trump überhaupt hat testen lassen. Ich meine, er weiß doch, dass das nur zu mehr Fällen führt. Und 60% sagten: USA, USA, wo sonst bekommt man so eine gute medizinische Versorgung, obwohl man so gut wie keine Steuern zahlt? Ja. Danach hat uns interessiert, wie Trumps Anhänger zu all den Lügen und Verfehlungen stehen, die Trump vorgeworfen werden. 9% sagten: Moment, immerhin hat er keine dienstlichen E-Mails über einen privaten Server verschickt. 16% meinten: Trump bleibt mein Vorbild mit allem, was er sagt und tut. Ohne ihn wäre ich nicht das, was ich heute bin, Bozo, der Rodeo-Clown. Und 75% sagten: Für uns Anhänger der christlichen Rechten ist Donald Trump der Heiland. Unser Glaube verbietet es, sich mit dem F-Wort zu beschäftigen. Sie wissen schon, Fakten. Interessant. Zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir haben die Fans von Trump gefragt, wie würden sie im Falle einer Wahlniederlage von Donald Trump reagieren? Darauf sagten 10%, ich würde einfach abwarten, bis Joe Biden im Cabrio durch Dallas fährt. 21% meinten, ich würde zunächst mal eine genaue Analyse machen, wer schuld an Trumps Niederlage ist, die Schwarzen oder die Mexikaner. Und 69% sagten, ich wäre trotzdem stolz auf Trump, weil er einer von uns ist. Erst bekommt er Covid-19, dann verliert er seinen Job und am Ende auch noch sein Haus. Ja. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Klaas. Und jetzt hoch die Tassen, wir feiern 30 Jahre deutsche Einheit. Wobei die Einheit ja im Nachhinein unterschiedlich bewertet wird. Die Frage, ist die Wiedervereinigung fair abgelaufen, wird unterschiedlich beantwortet. Es kommt darauf an, wen man fragt. 56% der Westdeutschen sagen fair, 37% unfair. Andersherum im Osten, nur 38% sagen fair, 58% hingegen unfair. Weil es eben doch in vielen Bereichen ein Beitritt des Ostens zum Westen war, oder anders gesagt eine Übernahme des Ostens durch den Westen. Man hätte ja auch nach einem dritten Weg suchen können, einem Weg, der Kapitalismus und realen Sozialismus verbindet, wie zum Beispiel, weiß auch nicht, es gibt Amazon, aber ausgeliefert wird mit Trabis, sowas. Ja. Begegnungen wären auch wichtig, immer noch, auch nach 30 Jahren noch. Es waren zum Beispiel schon 98% der Ostdeutschen im Westen, aber jeder fünfte Wessi war noch nie im Osten. Jeder fünfte, noch nie in Dresden, in Leipzig, in Erfurt. Rügen ist für viele Wessis keine Insel, sondern eine Tätigkeit. Das ist das, was sie machen, wenn sie Ostdeutsche treffen. Und es gibt auch noch viel Ungleichheit. Stichwort Gehälter. Wozu sang denn bitte David Hasselhoff damals I've been looking for gleiches Lohnniveau? Hä? Wenn es immer noch diese Unterschiede gibt. Der mittlere Verdienst im Westen liegt laut Statista bei 3.340 Euro, im Osten bei nur 2.850 Euro. Westdeutsche sind auch sonst im Vorteil. Unter den Rektorinnen und Rektoren der Hochschulen zum Beispiel. Das sind in ganz Deutschland 81 Posten, auf denen saßen bislang nur Wessis. Ausschließlich. Im Sommer dann diese Hammermeldung. Im Juli wurde nun erstmals eine Frau mit ostdeutschen Wurzeln zur Uni-Präsidentin gewählt. Ist das nicht toll? Aus dem Osten. Und nur eine Frau. Ich meine, das reicht ja nur noch wieder für die nächsten 30 Jahre. Selbst bei Spitzenpositionen in ostdeutschen Unternehmen ist es so, dass meistens Westdeutsche diese Spitzenpositionen innehaben. Im Westen sagt man, ja, wenn man im Osten Chefs finden würde, könnte man ja auch Chefs einstellen. Aber irgendwie findet man da keine Chefs im Osten. Das schafft Unfrieden. Es ist deshalb an der Zeit für eine Charmoffensive. Ein Wessi-Boss nimmt das jetzt mal in die Hand mit einem eigenen Imagefilm zur deutschen Einheit. Laufen wir? 30 Jahre deutsche Einheit. Das Land wächst zusammen. Natürlich auch hier bei uns, bei Ostbräu, der traditionellen ostdeutschen Getränkemarke mit Sitz in Stuttgart. Also Stuttgart ist natürlich die Firmenzentrale. Und hier sind wir in unserer Zweigstelle Altentreptow im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern mit langem E. Mit langem E, Mecklenburg-Vorpommern? Das ergibt doch keinen Sinn, Ossis.
Als meine Familie den Saftladen hier von der Treuhand für 3,50 Mark gekauft hat, gab es im ganzen Osten nur totale Armut und eine zurückgebliebene Landbevölkerung. Ich sag immer, wie in Peru, nur ohne Bananen. Aber jetzt überall blühende Landschaften. Na, da haben wir euch Ossis ordentlich den Arsch gerettet, oder Carsten? Thorsten. Ja, ja, ihr lebt ja jetzt wie die Made im Speck, oder nicht? Ja, ich will mich nicht beklagen. Aber wir kriegen immer noch weniger Kohle als unsere Kollegen drüben im Westen. Ne? Die Reisefreiheit, gut, dass du es erwähnst. Die gab's ja auch nicht bei euch, ne? Gern geschehen. Banane? Tolle Sache, diese Reisefreiheit. Jetzt kommen die Ossis überall hin. Naja, außer in die Chefetagen. Ja, aber das könnt ihr auch irgendwie nicht. Pass mal auf, kaum ein Ossi leitet eine Uni oder eine große Zeitung oder ist Bundesverfassungsrichter oder DAX-Vorstand. Und sogar bei den Firmen im Osten sind nur ein Drittel der Chefs Ossis. Woran liegt das, Marco? Mirko. Nee, woran das liegt? Naja, vielleicht besetzen Westdeutsche wichtige Posten lieber mit anderen Westdeutschen. Und zum Firmenkauf fehlt uns nach 40 Jahren Enteignung und Sozialismus einfach das Geld. Ganz genau. Der Ossi hat Schiss und ist faul. Aber was macht man da? Ja, gezielte Förderung von Ostdeutschen und eine Ossi-Quote in Vorstandsetagen. Ja, oder noch besser, wir Wessis zeigen euch, wie Chef sein geht. Und ihr guckt euch das in Ruhe an. Und dann macht ihr es irgendwann nach. So in 10, 20 Jahren. Ne? Also, und warten könnt ihr ja. Ne? Hat ja beim Trabi auch geklappt. Man muss als Chef einfach wissen, was die Ossis wollen, sonst fühlen die sich noch als Bürger zweiter Klasse und wählen rechts. Hey, was wünschst du dir zum 20-jährigen Dienstjubiläum, Herbert? Norbert. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf mit diesem ewigen Gemecker, was du dir wünschst. Eine Rente auf Westniveau, weniger Wessi-Arroganz. Einen Präsentkorb, als ob ich's geahnt hätte. So, ich muss jetzt auch los. Ihr schneidet noch diese Grafik dran, mit 30 Jahren deutscher Einheit, bla bla bla. Okay, und schmalzige Musik, das wäre auch noch super. Banane, tschüss. Ein Film von Jesko Friedrich und Janosch Ginglinger. In der Corona-Krise hat der Staat ja eine Menge Geld in die Hand genommen, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Es war so viel Geld, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier voller Stolz sagen konnte: Kein gesundes Unternehmen, kein gesicherter Arbeitsplatz muss in Schwierigkeiten kommen oder dauerhaft entfallen. Und teilweise stimmt es ja auch. Beamte bekommen weiter ihr Geld. Als wäre nichts, das ist ohnehin so. Abhängig Beschäftigte bekommen oft Kurzarbeitergeld, das ist weniger, ist hart, aber immerhin etwas. Konzerne bekommen Staatshilfen. Wer hinten überfällt, das sind die Solo-Selbstständigen. Davon gibt es etwa 2,5 Millionen in Deutschland. Also Freiberuflerinnen und Freiberufler ohne Angestellte, ohne großen Apparat. Menschen, die zu Hause arbeiten, zu Hause schreiben, denken, coachen, komponieren, unterrichten und so weiter. Also egal jetzt, ob Künstlerinnen oder ITler oder Yoga-Lehrerinnen oder Opernsänger ohne festes Engagement. Sie wissen, was ich meine. Diese Menschen stehen zu einem großen Teil vor den Ruinen ihrer Existenz. Denn es gab und gibt zwar Hilfen, die kommen aber nicht an. Das große Problem bei der Soforthilfe war, dass eigentlich nur Betriebsmittel finanziert werden durften. Das heißt, die ganzen Solo-Selbstständigen, die ganzen Kreativen, die ganzen freien Künstler und Künstlerinnen sind mehr oder weniger aus dieser Förderung herausgefallen. Wenn man nur wenige Betriebsausgaben hat, dann gibt es eben auch nur wenig Geld. Miete zahlen darf man von dieser Hilfe nicht. Einkaufen gehen auch nicht. Nun gibt es aber Berufe, man höre und staune, man muss, um diese Berufe auszuüben, ab und zu essen. Manchmal sogar regelmäßig. Wissen viele gar nicht. Natürlich kann man sich immer fragen, warum bin ich überhaupt solo selbstständig geworden? Ich hätte ja auch Fluglinie werden können, dann hätte ich solche Probleme nicht. Aber irgendwas muss man nun machen. Für die Lebenshaltungskosten werden Solo-Selbstständige auf die Grundsicherung verwiesen, also Hartz IV, müssen aber vorher ihr Erspartes aufbrauchen, sprich ihre Altersvorsorge, bis zu einem Betrag von 60.000 Euro. Das hat zur Folge: Etwa 80% der Solo-Selbstständigen, die eigentlich die Hilfe bräuchten, beantragen kein Hartz IV oder bekommen kein Hartz IV. Weil sie eben Altersvorsorge betrieben haben. Das ist ja auch schön dumm, wenn man Altersvorsorge betreibt. Wenn also Finanzminister Olaf Scholz versprochen hat, mit viel Geld zu helfen, warum nochmal? Um mit Wumms aus der Corona-Krise zu kommen. Genau, dann ist diese Hilfe im Fall der Solo-Selbstständigen reine Fiktion. Denn für die Solo-Selbstständigen geht es eher mit Wumms in die Krise. Was kann man machen? Unser Solo-Selbstständiger, Solo-Selbstständigen-Experte gibt wertvolle Tipps. Hier ist Heinz Strunk. Die über 2 Millionen Solo-Selbstständigen sind die großen Verlierer der Corona-Krise. Rücklagen, Ersparnisse, Altersvorsorge sind aufgebraucht. Ehemals stolze Ich-AGs, heute nur noch gedemütigte Mikroselbstständige. Nun steht die kalte Jahreszeit vor der Tür und eine alte Redensart wird bittere Realität. Die Reichen haben Eis im Sommer, die Armen haben Eis im Winter.
Selbst wer als Solo-Selbstständiger in seinem Beruf weiterarbeiten darf, dem wird das Leben schwer gemacht. So soll der Posaunist Dietmar Theos F. sein Instrument in der Mitte durchsägen, um die Menge der ausgestoßenen Aerosole um die Hälfte zu verringern. Dietmar T., ich sag nur Katzmusik. Nicht zu vergessen, dass zu den Solo-Selbstständigen auch weniger bekannte Berufsgruppen wie Echtzüchter, Wasserrutschentester, Teigschaber, Palettenwechsler und Selbstbräuner zählen. Sie alle haben Pech gehabt, denn ein Hundefriseur ist nicht systemrelevant. Peter Altmaiers Versprechen, niemand allein zu lassen, hat sich als schlechter Witz entpuppt. Der vielbeschworene Schutzschild ist ein lappriges Konstrukt aus Bienenwachs. Der föderale Flickenteppich lädt zum Stolpern ein. Die milliardenschweren Hilfspakete sind Mogelpackungen ohne Packungen. Da ist es umso motivierender, wenn Lufthansa, TUI und Adidas mit Milliarden gestützt werden. Nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Günther W. aus D. Bevor ich ins Gefängnis muss, zahle ich meine Soforthilfe lieber freiwillig zurück. Seit der selbstständige Webdesigner vor lauter Hunger 10 Euro Überbrückungshilfe für Brot und Konserven abgezwackt hat, lebt er in ständiger Angst vor seinem Sachbearbeiter. Und was sagt der dazu? Da kann er betteln, flehen und schreien. Die Hilfe stellen wir trotzdem ein. Versuchen Sie es mal mit der Kraft des Humors. Rufen Sie Ihren Sachbearbeiter an und schlagen Sie Ratenzahlung vor. Das Amt darf raten, wann Sie zahlen. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich einen genialen Trick für Sie, der es in sich hat. Stellen Sie sich einfach selber ein und kassieren Sie als Ihr eigener Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. Einfach unbürokratisch und völlig legal. Füllen Sie heute noch den Antrag aus und der nächste Lockdown kann kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, Heinz Strunk. Was sonst noch war jetzt in Abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten? Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Na endlich, ein Bericht zu Rechtsradikalen bei der Polizei und endlich bestätigt, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Na klar, Rechtskunde mit Heimathorst. Fast 400 rechte Verdachtsfälle in 3 Jahren. Und in dem Bericht sind die jüngsten Fälle ja noch nicht mal drin. Chatgruppen, in denen Polizeibeamte rassistische Inhalte teilen, sich herabwürdigend über Flüchtlinge äußern oder Nazi-Symbole verbreiten. Aber gut 99% aller Beamtinnen stünden ja fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Das hat diese hammerkritische, völlig unabhängige Tiefenanalyse ergeben. Eine umfassende Studie ist der Lagebericht nicht. Er beruht allein auf freiwilligen Meldungen der Landesbehörden. Jawohl, so geht Aufklärung. Klatschmarsch für König Armin von NRW beim Treffen der Jungen Union in Köln. Karnevalsmusik heute in Köln am Einzug von Armin Laschet. Ja, Kamelle, Kanzler, Karneval in der CDU. Na, wer wird denn Kandidat? Der lustige Laschet oder vielleicht doch Euro-Nobby oder gar der alte weiße Merz? Meine Antwort lautet nein. Ja, der hat Bock, treibt sich auch schon ganz oberstaatsmännisch in der Welt rum, etwa in Rom. Viva l'amicizia, Italo Tedesca, viva l'Europa. Ja, grazie, grazie und schnell noch einen Wahlsegen holen. Grüß Gott, hallo. Und für wen stimmt der Papst? Er hat eine große Wertschätzung für die Bundeskanzlerin. Na, das läuft ja. Dabei hat der Laschet doch so versteckte Qualitäten. Was ich noch spannender fand, ehrlich gesagt, dass er alle Päpste rückwärts aufsagen kann. Ja, das wird eine richtig gute Karnevalsnummer. War sonst noch was? Ach ja, 2 Bier, ein kurzer, wichtiger Tipp von NRW-Gesundheitsminister Laumann für die nächste Corona-Party. Als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps immer ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, natürlich. Schnaps nur nach jedem 10. Bier. Abgehakt von Boris Rosenkranz. Während des Lockdowns ist ja vielen erst aufgefallen, was sie für Gerümpel bei sich rumstehen haben. Und nach der Scheidung wurde dann auch noch der Keller aufgeräumt. Das Zeug stellt man dann irgendwo rein. Ja, es gibt ja viele Kleinanzeigen, Portale, das ist die digitale Reinkarnation muffiger Flohmärkte. Es ist preiswert, es ist praktisch und vor allem
Man muss dabei nicht Horst Lichter treffen. Dann ist man den Krempel los und im Keller ist wieder Platz für neuen Krempel, den man dann anderen Leuten auf Kleinanzeigenportalen abkauft. Ich bin oft erstaunt, was da alles angeboten wird. Und wir haben mal einen kleinen Aufruf gestartet, dass Sie uns die verrücktesten Angebote schicken, die Ihnen untergekommen sind. Hier eine kleine Auswahl. Zum Beispiel frische Katzenhaare im hübschen Glas. Eingesandt von Jan Dümdüs aus Düsseldorf. Herzlichen Dank. Das ist ja mal was für eBay-Kleinanzeigen, sage ich als Katzenallergiker. Wenn Sie eine antike Puppe suchen für Ihr Kind, da hat Pia Schulz aus Nordrhein-Westfalen dieses Angebot gefunden. Puppe kann sprechen, sagt zum Beispiel Mama und andere Dinge, die ich hier nicht wiederholen möchte. Die Puppe habe ich von meinem Großvater vererbt bekommen. Wunderbar, wahrscheinlich kann sie auch nur einen Arm heben. Dennis Alkenhorst aus Gingen an der Brenz hat dieses Angebot gesehen. Ganz klassisch mal am schwarzen Brett, aber top aktuell inhaltlich. Verkaufe positiven Covid-19-Test, genieße entspannte 14 Tage ohne Scheißnachbarn, nervige Verwandte, Ehefrau, Kinder und sogar Schwiegermutter. 450 Euro Verhandlungsbasis. Klingt interessant, finde ich eigentlich jetzt das attraktivste dieser eben gesehenen Angebote. Aber über den Preis, ja, da müsste man doch nochmal sprechen. Und da wird es oft problematisch. Der Umgangston ist ja häufig sehr, sehr ruppig. Das muss man drauf haben, wenn man bei Kleinanzeigen verhandeln will. Und wenn man es nicht drauf hat, sollte man es sich drauf schaffen. Es gibt dafür schon Kurse. Neulich im Seminar richtig verhandeln bei Kleinanzeigen im Internet. Guten Tag. Ich interessiere mich... Stopp! Schon falsch. Offizielle Standardbegrüßung ist... Was letzter Preis? Ja. Was letzter Preis? In diesem Kurs bringe ich den Teilnehmern bei, wie man auf eBay Kleinanzeigen richtig verhandelt. 50 Euro. Das ist Ihnen natürlich viel zu viel. Verkäuferwünsche immer ignorieren. Seien Sie möglichst dreist. Na gut, vielleicht. Ich gebe 5. Und? Bringst du vorbei? Sehr gut. Das Wichtigste ist, immer eskalieren. Von Anfang an. Sonst machen Sie sich lächerlich und werden nicht ernst genommen. Nochmal. Ist der Videorekorder noch da? Nein. Blöde Hackfresse. Ich krieg raus, wo du wohnst. Und dann komme ich mit Brüdern und Anwalt, du Sohn einer räudigen Hündin. Super. Lektion 1 erfolgreich. Jetzt wenden Sie das Gelernte praktisch an. Jeder für sich und seien Sie kreativ. Tauschst du das iPhone auch gegen einen Strandball? Bleiben Sie dran. Jetzt Scheinargumente. Ja. Ist wie neu, braucht nicht mal einen Akku. Gut, weiter so. Ich krieg den Katzenbaum. Halber Preis. Und ich kann den heute Abend abholen. Was mache ich denn jetzt? Ignorieren. Nicht mal... Nein, nix. Komplett wegignorieren und neues Opfer suchen. Wo bleibt denn sonst der Spaß? Fantastisch. Alle haben das Seminar erfolgreich bestanden. Die Zertifikate bekommen Sie, nachdem Sie mir die Kursgebühr von 500 Euro überwiesen haben. Ich glaube, ich hack. Was letzter Preis? 500? Ich gebe dir 50. Nein, 500. Viel zu viel, du Schnake. Nein, nein, 500, wie vereinbart. Meine Mutter. Ich tausche gegen diesen Strandball. Winterreifen dazu, aber mit Lieferungen gratis. Was? So, wir sind echt doof. Wir haben mich mit der Muffe gepofft. Was soll denn das? Hey! Wir sind doch nicht doof. Kommen Sie zurück. Ein Film von Olli Durke und Tim Grunendahl. Das war Extra-Drei, aber es geht irgendwie weiter mit Extra-Drei. Nämlich, genau gesagt, mit dem Soloprogramm von unserem Freund und Mitarbeiter Maxi Schaffroth. Von meiner Seite gibt es eine dringende Guck-Empfehlung. Es lohnt sich. Wirklich. Und ich frage das nächste Woche ab. Bis dahin.